Hier links. Hi. Das Gerät haben sie auch noch oder leider auch schon weg? Nicht. Oder zumindest im Moment nicht. Zumindest im Moment nicht. Mhm. Gut, schade. Ja, das hat unsere große Tochter, die ist noch nicht hier, die ist noch arbeiten. Ja, alles gut. Okay. Tschüss. Okay. Hallo. Hallo. Hm? Schau mal. Kennst du das? Das ist wahrscheinlich irgendwie, das gehört mit zum Spiel oder sowas. Was ist denn das für ein Fernglas? Nimmst du das? Ja. Ich weiß nicht, hier. Ja, das sieht cool aus. Ne? Hier sind Taschen für Kameras, aber keine Kameras. Hier ist eine. Nee, ist auch ein Fernglas. Das ist eine Bierdecke. Von Bosch. Das war mal so als Feuermelder. Ja. Ich hab noch nie gesehen. Was kann das? Machst du mal? Ich soll das mal, ich hab da auch noch eine Hand frei. Ja, nee. Krieg ich nicht raus. Schönes Mettbrötchen. Ach, ist egal, ist eh nicht. Hier ist so ein. Ja, dann sieht alles gut aus. Mercedes-Benz Autoschlüssel, wo ist denn das Auto dazu? Ja, ich stelle mal das Glas hier ab. Radiergummi. Ja, die nehme ich mit. Und die Gläser. Hier ist noch so ein Käfer. Schuko, willst du den haben? Hier, so ein Käfer. Ja. Ich leg das mal dahin. Was soll das denn kosten? Ich hätte jetzt gesagt, 1 Euro pro Glas, 50 Cent für den Beetle. Und ja, was willst du denn damit? Ja. Und den noch. Sagen wir mal alles zusammen. 10 Euro? 8? 8 ist auch in Ordnung. So viel. So, das sind einmal 3. Mhm. Also ich habe gesehen, die haben so Taschen für Kameras. Kameras haben sie nicht mehr? Ich glaube nicht. Müssen Sie mal meinen Vater fragen. Der ist da vorne in der grauen Sweatjacke. Ja, frage ich mal nach. Schön. Ja, danke schön. Gerne, danke auch. Und hier konnten wir ein paar Dinge zusammenbandeln. Ich fange mal an mit den Gläsern hier. Wir haben hier einmal 2 Vintage-Bluna-Gläsern. Hier ist einmal der Kermit drauf. Da steht drauf, ich fahre mit Licht. Applaus, Applaus. Und die fand ich eigentlich optisch sehr cool. Gehen so ungefähr ein 10er pro Stück. Wir haben da einen Vergleichspreis. Da ist Miss Piggy drauf. Ist aber, ich glaube, dieselbe Serie. Also von daher, dafür 20 Euro. Das gab es noch einzeln dazu. Was wir jetzt letztendlich damit machen, wissen wir noch nicht.
Und was wir auch sehr gerne mitnehmen, sind solche Uhren. Das sind so Vintage Baby G Uhren von Casio. Hier muss man die Uhr einmal sauber machen. Die Batterie wird getauscht, kriegt eine neue frische Batterie. Und zwar haben wir hier noch einen Vintage Ventilator. Hatten wir neulich schon mal. Und der ist allerdings schon verkauft. Klar, zu dieser Jahreszeit passt ja hundertprozentig. Dieser ist selbe Zeitraum, so 60er Jahre. Und kommt auch wieder mit der OVP. Und somit sollte es kein Problem sein, den zu verkaufen. Und dann hast du hier noch so ein Auto, ne? Ja, das kleine Auto. Dann habe ich, aber der ist nicht der Rede wert. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist nicht, Schuko, ne? Ist ein Schuko VW, VW Käfer und 1:87. Das, der Maßstab hatte ich eigentlich gekauft, um, wenn wir die Kameras testen, fotografieren auch, damit die Leute sehen, okay, der Monitor, der Bildschirm funktioniert, tut man das da vorne hin. Und wie gesagt, war ursprünglich dafür gedacht. Mittlerweile habe ich ein anderes Fahrzeug dafür gefunden, was ich lieber nehme. Und somit ist dieser eigentlich über. Ich schenke ihn dir. Oh, das ist aber nett. Ja, ne? Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Guten Morgen. Hallo. Nee, alles. Okay, zähl mal auf, wie viele Badegäste waren schon da. Kosten wir bei? Na gut, dann brennt ich mich übrig als Radiohörer und vielleicht irgendwie. Von 10er kannst du mitnehmen. Von 5er mach ich's. Für 5er muss er hier sein. Ja? Ich komme aus der Schiff. Okay, dann bleibt er hier. Alles gut, ist gar kein Problem. Das muss ja für beide Seiten irgendwie passen. Genau. Ich dachte gerade. Kodak. Welche Größe ist das hier? Müsste, glaube ich, 41,5 sein. Ups. Was soll die kosten? Frage, muss ich anrufen. Das hier ist schon nicht mehr mein Bereich. Aber was kostet ein Spiel? Also, das wird nur ein Set verkauft mit da unten. Ja. Ja. Aber was wollt ihr denn haben? Also, hier habe ich geguckt. Und den Punkt. Aber hier ist leider ausgelaufen. Ja, was sagst du preislich? Keine Ahnung, hast du da irgendwas im Kopf? Also den. Was hast du denn hier gedacht überhaupt? So genau ungefähr, wo die Reise hingehen soll. 6 Euro? Jo. So, da wir auf dem Flohmarkt sind, ich würde sagen, wir machen glatt 5, dann wäre das in Ordnung. Ja, 5 von denen. So, den finde ich allgemein cool. Den war nicht auch gut, den habe ich irgendwo gekauft. Aber dann weiß man nicht, was man damit machen soll. Ja. Aber so fühlt er sich cool ja, an. Der ist geil. Ja, das habe ich auch angefasst. Sagte ich, boah, den muss ich mitnehmen. Der ist 2 Euro. Das ist noch 9, ne? Ja, klar. Machen wir 7. Ich weiß nicht, ich will den, glaube ich, nicht haben. Du willst wahrscheinlich von der Haptik, findest du ihn cool, ne? Ja, wenn du mal als irgendwie... Als Türstopper oder so. Nee, wenn du mal irgendwie, dass ich was ja, zu werfen hätte. Das ist ja schon ein bisschen mehr wert, ne? Aber ja? Nein, ich finde ihn gut. Ja. Ich habe den ein bisschen gegoogelt, aber... Ja. Ach, wir machen das. Machen das? Ja, das machen wir. Klar. War da eine Tasche? Ach so, die genau. Hängt da dran. Die hängt hier dran. Die genau. Brauchst du den jetzt für 2 nee, Euro? Nee, die ist... 1 Euro? Nee. Nicht mal für 1 Euro, weil Kodak nehme ich gar nicht mit. Als meine Eltern das Haus gekauft haben, vor 30 Jahren, war die schon hier drin, oder? Ja. Bitte? Wollen Sie die kaufen? Ja. Und dann zwei. Ich danke auch. Ein kleinen Puck. Hatte ich noch nie in der Hand, habe ich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Dieser ist von der NHL und ja, was soll ich sagen zu dem Puck? Warum habe ich den gekauft? Eigentlich nur, weil ich ihn cool fand. Ja, wie gesagt, noch nie schönes, gesehen. Schönes Gewicht. Um damit kann man, zu werfen. Kann man ein bisschen Faxen machen. Genau. Okay, kommen wir zu mir. Wir haben hier eine Olympus-Kamera und zwar ist das die OM-101 mit einem Powerfokus. Was das zu bedeuten hat, das weiß ich selber nicht. Die Kamera hat eine kleine Schwachstelle und zwar ist das Batteriefach nicht ganz sauber, man wird es hier nicht erkennen. Man muss ein bisschen was reinigen, aber es ist nicht so schlimm. Also man kriegt es wieder hin. Wenn man das hinbekommen hat, dann kriegt man so 30 Euro. Hallo! Hallo! Kaffeemaschine. Ein paar DVDs gibt es auch. Was kostet eine DVD? DVD? 2 Euro. Blu-ray kostet 3 Euro. Mhm. Cool. Ja, Input.
außer die 4K, die kostet 5. Die kostet 5? Ja, die sind die neue, weil die ist auf Englisch. Auf Englisch, ne? Nicht auf Deutsch. Ja. Na gut, ich glaube, den würde man trotzdem verstehen, ne? Ja. An den beiden. Ja. Sag mal 7 Euro. Kriegen wir 5 hin? Für beide? Ja. Nee. Nee? Nee. Gut, machen wir 7. Zahlst du den jungen Mann? Hm. Espresso Cappuccino. Cool. Ist die noch OVP, also funktioniert die noch? Die ist noch nie ausgepackt gewesen. Also. Die hast du jetzt bezahlt, ne? Ja. Gut, dann packe ich die schon mal weg. Ein Zehner für alle. Hast du? Was denn? Bist du fertig? Ich bin durch. Für 5 würde ich sie mitnehmen. Dann gib mir mit. Komm. Komm, Hauptsache weg. Ja. Und mit dem Gerät, was meinst du? Ich habe vor 30 Jahren auf Montage gelesen, die Hälfte. Ja, ist wahr. Cool. Also die kriege ich jetzt, die kriegen wir sowieso nicht mit. Das können wir uns noch überlegen dann. Ich glaube nämlich, weil du sagst, wir kriegen das nicht mit, dann kommen wir auch gar nicht mehr wieder. Ich glaube, du. Es geht über den Preis bei dir, so wie ich dich kenne. Ich glaube, für 10 Euro wird er sie mitnehmen. Ich glaube, für 10 Euro wird das machen. Dann ist sie direkt weg. Dann ist ja gut, von mir aus weg damit. Das sieht ja auch cool aus. Harley Davidson. Haben sie auch ein Motorrad oder nur die Tasse? Die Tasse. Das sind 5 Euro. 5 Euro. Mit Polymerring. Ja, was ist das? Das wird ja keiner machen, ne? Das sind so Deckel, wenn man Gläser. Ach so, rauskommt. So Untersetzer, ne? Ja. Mhm. Ne, alles gut. Ich kann es mir so gut vorstellen. Motive drauf. Okay. Gut, was wollten Sie für die Tasse haben? Vielen Dank. Danke Ihnen auch. 2 Euro. Ja, von mir aus, wenn wir da, ja, guck mal, jetzt hast du hier eine neue Kaffeemaschine. Und die Untersetzer? Sagen wir zusammenfassen. Boah. Da wollte ich ja schon gerade anfangen zu handeln. Kriegen wir 3 hin? Für beides? Das Original Harley. Ja. Aber da haben wir viel gekauft bei Ihnen. Ja, das ist okay. Das ist in Ordnung. Hier lag auf dem Tisch die ganze Reihe von NAM. Dienst in Vietnam, das ist so eine alte Zeitschriftenserie gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es in der 80er oder Anfang der 90er war. Ich glaube, es war End 80er. Davon gab es 19 Ausgaben und irgendwie 2 oder 3 Sonderausgaben nochmal. Auf jeden Fall, die Hefte waren die Nummern 1 bis 19. Die haben wir hier auch vollständig, haben wir schon kontrolliert. Und Zustand ist auf jeden Fall gelesen. Man sieht schon Spuren. Das ist der erste Teil des Bundles, das wir geschnürt haben. Also 19 mal diese NAM-Hefte. Preis blenden wir ein. Müsste sich so, ich glaube, so zwischen 35 und 40 Euro bewegen. Ja, wenn man jetzt von deinen Journalen fürs Gäste-WC ins Wohnzimmer kommt, haben wir hier ein paar Blu-Rays. Und zwar sind die sogar sealed und das war auch der Grund, warum ich die mitgenommen habe. Und zwar haben wir einmal Transformers, Ära des Untergangs, steht sogar noch der Preis drauf, 26,99 Euro hat das mal gekostet. Dann haben wir einmal hier Queen 4K Ultra HD, ich kann das so schlecht aussprechen, Bohemian Rhapsody und dann zu guter Letzt haben wir hier Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 und Teil 2 und das in 3D. Hat mal 39,99 Euro gekostet und wie gesagt, das ist auch sealed. Und zu guter Letzt haben wir uns einen schönen Cappuccino-Maker gegönnt. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, das Ding ist so big.
Espresso Cappuccino Pro von der Marke Braun. Und das Ganze ist sogar neu. Also es ist wirklich official new hier inside. Inside it's new. Inside it's new. If you want to have a look, we can open it a little bit here. And you can see, sogar the Anleitung is lying on the top. Zack. Alter, was ist das für ein Klopper? Und es ist wirklich noch OVP. Ja. Möchten es jetzt ungern auspacken. Ungern, ja. Und das ist die E300 Pro. Und da steckt sogar, ich weiß gar nicht, bin ich noch im Bild, da steckt sogar irgendwie ein Designer hinter. Jetzt schlag mich tot. Ich glaube, er heißt irgendwie Littmann oder so. Man möge mir verzeihen, wenn das nicht ganz so stimmt. Auf jeden Fall datiert es aus den Anfang der 90er Jahre und ist eigentlich recht gesucht. Von daher, das schlägt sich auch in dem Preis nieder. Das ist immer gut, wenn etwas gesucht ist und ist nicht so oft zu bekommen. Und dann gerade noch neu. Von dem Alter und neu. Also war wirklich ein Glück, dass wir das gefunden haben. Und dann blend doch mal einen Preis ein. Ich blende einen Preis ein und wir haben für alles zusammen 21 Euro bezahlt. Ein paar Blu-rays, ein paar Zeitschriften und ein bisschen was zum Trinken. Für 21 Euro und ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das wird ein runder Abend. So, man kann irgendwie einen Kaffee trinken und ein bisschen schmökern und anschließend noch einen Film gucken. Ja. Auch 6 Euro. Ach nee, komm, gib mir 5 mal. Mal gucken. Ja, klar. Nee, ist verboten. Ist verboten. Lass das nicht offen. Ja? Sogar mit Garantie. Moin. Garantie, eine Mitgarantie ist ja nicht mehr. Das ist doch, ja da steht drauf. Ja, und wir kommen dann wieder in 2 Jahren. Ja. Können Sie sich erinnern? Wir waren noch hier. Alles dabei, was man braucht. Ne? Ja. So. Was meinst du? Du, wenn du es haben willst, kannst du es haben. Ne? Nehmen wir es mit für den Fünfer. Supi. Sehr gerne. Mhm. Okay. Alter. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Und hier haben wir ein schönes Haustelefon mit Anrufbeantwortungsfunktion. Also ich habe kein Haustelefon mehr. Ich benutze nur noch mein Smartphone. Ich weiß nicht, wie sieht das bei euch aus? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Nutzt ihr noch so ein Haustelefon? Nutzt du noch so ein Haustelefon? Ich habe noch so ein Haustelefon, sonst würden mich ja keine Betrüger anrufen oder so. Die rufen ja meistens auf Festnetz an und dann telefoniert mal jemand mit mir. Ich freue mich dann immer. So mit Windows, ne? Aus Windows und irgendwie Enkeltrick und irgendwie was weiß ich, was alles passiert ist. Sehr praktisch. Ja. Ja, kommen wir zum Telefon. Wir haben hier ein Panasonic-Telefon, haben 5 Euro bezahlt und das geht so im Netz für 35 Euro. Das war es dann schon wieder von unserer Seite aus und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche. Alles Gute für euch. Ciao. Abonnieren nicht vergessen. Haut rein. Ciao. Schnell, schnell noch.